Ja, wohlgenährt und vollgefressen, sage ich mal schon. Ich muss mal eben ganz kurz gucken, ob ich hier überhaupt aufnehme, liebe Leute. Ja. Ich kann das nämlich nirgendwo hier sehen, weil er keinen Ingame-Overlay oder sowas hat. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie noch einstellen kann. Ja, genau. Wohlgenährt sind wir zurück hier, direkt wo wir eben aufgehört haben. In Dark Souls 1. So. Ja. Ist gut. Ein kleiner Balanceakt hier. Mein Gott. So. Dann geht's einmal die Leiter hoch. Ich weiß nicht genau, wo es hier lang geht gerade. Macht ja auch nichts. Ja. Wo könnte das sein? Einfach mal durchlaufen, würde ich sagen. Wo ist das? Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich wieder. Wir können jetzt hier auch eine Abkürzung freischalten. Beim Gucken hier unten in der Ecke ist, glaube ich, ein Digger. Nee, hinter mir ist ein Digger. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Nein. Kacke. Egal. Gehen wir den ganzen Weg halt nochmal. Ja, das dicke Wildschwein ist weg. Es gibt halt immer so gewisse Gegner in Dark Souls. Der oben, der Black Knight, da ist auch weg. Es gibt immer gewisse Gegner in Dark Souls, die nach einmal, wenn sie einmal getötet wurden, nicht mehr respawnen. Und das sind solche Gegner gewesen. Upsala, Freund der Nacht. Klar, diese normalen Standard-Mobs, die kommen immer wieder. Und die etwas besonderen nicht. Dann so kleine Mini-Bosse, sag ich mal. Ja, mit dem habe ich so meine Probleme hier, muss ich sagen. So. Drop ich mich hier runter. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Ja, und du wieder, ne? Ja, nicht mit mir. Nicht nochmal. Aber knapp. Dann sind wir gerade in so einen Hinterhalt gelaufen. Das war. Ich wusste, dass da irgendwo ein dicker Gegner ist. Aber ich wusste nicht mehr, dass der da war. Ich dachte, er war auf der rechten Seite. Naja, was soll's. Was soll's, sag ich mal. Zack. Genau, das haben wir. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir müssen da links. Wo war es denn hier nochmal lang? Okay, na ja, dann machen wir erst den. Ich muss hier auf jeden Fall raus aus dem Gang. So. Oh, fuck. Wie Post.
Tot. Aber knapp, ey. Verdammte Axt. Scheiße, was macht der denn? Ey. Meine Güte. Da muss man immer ganz schnell unterbrechen. Ritterschild. Oh ja, das ist cool. Das nehmen wir. So. Na gut, dass wir den gemacht haben. So, dann machen wir erst ihn hier. Na. Komm schon. Oh. Die sind nervig mit dem Schild, ey. Die sind wirklich krass nervig. Ganz kurz eben. So. Jetzt habe ich keine Tränke mehr. Das könnte ein bisschen hart werden. So was, ich pull die hier rein. Kommt der andere mit? Nö, der bleibt wo er ist. Sehr gut, der hat ein anderes Schild als der eben. Entschuldigung. Frosch im Hals. Das war dumm. Was gedroppt. Ich kann es vergessen zu gucken. Ne. Nichts getroppelt. Ich muss auf jeden Fall hinter den. Ja, komm! Ja, oder so. So kann man es auch machen. So. Jetzt kommt die Abkürzung. Kellerschlüssel, Kellerschlüssel. Wofür war der denn nochmal? Einen Moment eben. So. Kellerschlüssel. Weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, wo der zu benutzen ist. Macht ja nix. Helle Bade, mal gucken. Ist die gut? Nicht so gut wie unser Schwert. Ah, da kommen jetzt ein paar krasse Gegner. Ich kann diese Kapelle auch eigentlich erstmal skippen. Und mir das nächste Leuchtfeuer holen. Und einmal gucken. Ach ja, was ich noch sagen wollte, der vorige Part hier, der 15-Minuten-Part, da habe ich leider ohne Sound aufgenommen. Ich weiß nicht, wieso das so war. Aber irgendwie hat das Programm keinen Spielsound mit aufgenommen. Richtiger Müll. Ja. Da müsst ihr euch nur mit meiner Stimme irgendwie zufrieden geben. Mehr als Schwerthieb und Up-Rip-Sounds sind hier auch im Moment nicht. Die coolen Soundtracks und so, die kommen erst bei Bossfights. Von daher. So. Yo. Jetzt sind wir beim ersten Schmied schon. Man hört das schon, wie er hier auf sein Amboss kloppt. Nächste Leuchtfeuer. Mein Gott. Können gleich noch ein, zwei Level machen.
Da ist er. Wie so ein Wilden haut er da drauf. Well, you must be a new arrival. I'm Andre of Astora. If you require smithing. Mal gucken, ob ich die Waffe schon verstärken kann. Was brauche ich denn noch für 10.000 Seelen und den Drachenstein? Ja, die ist zum Upgraden ist die Waffe relativ beschissen. Da muss ich irgendwie mal gucken, dass ich die schwarze helle Bardo kriege, oder wie die heißt. Ja, hier geht's. Das ist ein Abschnitt im Spiel, der sehr, 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 sehr schwer ist. Da geht es später hin. Das kann auch ein bisschen dauern. Obwohl, wenn wir überlegen. Ich glaube, so lange dauert das gar nicht mehr. Ich bin mir jetzt nämlich nie sicher, was man dafür machen muss, dass das Tor aufgeht. Ah ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder. Ja, wir sind gleich schon beim nächsten Boss. Beziehungsweise bei den nächsten Bossen. Das sind nämlich zwei Stück. Oder drei, glaube ich. Eigentlich relativ leicht. Aber ich will da nicht zu früh irgendwie zu früh urteilen, weil sonst kriege ich wieder auf die Fresse und dann heißt das wieder hier. Du hast doch gesagt, das ist leicht. Was ist denn da für eine Scheiße? Nee, nee, sowas machen wir nicht. Da ist der. Der ist richtig, das ist ein Ekel. Das ist ein Ekelschwein. Fuck, der hat eine richtig. So eine dicke Keule da. Aber der ist auch übelst lahm. Und, ja, kann man schon machen. Das kann man schon machen. Kleine Scherbe. Ja, damit kann man normale Waffen aufleveln. Da wir aber keine normale Waffe haben. Ich glaube, wenn ich dieses Item hier aufnehme, greifen die mich an. Nee. Firekeeper Soul. Damit können wir, glaube ich, Estus verstärken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das ist alles schon ein bisschen her. Das ist ja von Souls-Reihe zu Souls-Reihe unterschiedlich. Wie man das auflevelt und so weiter. Bei dem einen geht's halt mit Estus Flask Scherben, bei dem einen heißt Feuer Keeper Soul und so. Ich bin mir jetzt, wie gesagt, nicht sicher. Schauen wir gleich mal eben. Hier war ein Aufzug, habe ich gesehen, aber der ist, glaube ich, kaputt. Ragdoll at its best wieder hier, Havoc Engine. Geht's nach unten? Ja, nach unten. Ah ja, genau. Das ist eine Abkürzung direkt zum Anfang. Ja, das ist cool. Das ist relativ cool. Ja. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Ganz am Anfang. Einfach mit dem Aufzug. Da hat man das vorher gewusst. Der war natürlich nicht aktiviert, aber schon easy, ne? Seht her. So, da könnte ich mir direkt auch die 10 Scherben abholen. Die 10 Flasks. Wäre gar nicht so doof. So. Ja, dann geht's direkt wieder nach oben, würde ich sagen. Weil noch können wir hier noch nicht viel machen. Wieder. Ah, ne. Bin ich falsch. Da bin ich einmal kurz falsch abgebogen. Hello there. I believe we are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. No. Ich will schon nichts tun. There. I realize that I have requested that we retain our distance. But I also want you to know that it is not meant in ill will. Here, take this.
as a token of peace. No, go ahead. It's for you. Wow, vielen Dank. Wir haben dasselbe Schild. Das gleiche Schild. Nicht schlecht, Kollege. Hast einen guten Geschmack. Oh my. You again. Mhm. Oh, I know. How about this? I have to await my companions here anyway. So what if I were to teach you some miracles? Would that please you? Very well. Then first, a covenant nee. With the gods. Nee, nee. Das machen wir that nicht. Is a shame, but each to their own. Das sind so, ja, Covenants. So ein Eid oder was, wie das heißt, das, die man leisten kann, gibt es mehrere, die das Spiel so ein bisschen verändern. Entweder die machen das schwerer oder man kann, ja, es gibt ganz viele Sachen. Ich weiß nicht genau, wie das läuft. Ich spiele eigentlich immer ohne Covenant, weil mich das alles irgendwie nicht interessiert. Und darum weiß ich auch relativ wenig drüber. So. Ja, jetzt kommt eine relativ knifflige Stelle hier oben. Ja, okay, den haben wir gerade down gemacht, aber wir haben uns ja am Schrein gesetzt. Ja. Oh. Du bist flink unterwegs, Kollege. Ja. Ja, ich hab dich. Ja, jetzt wird's ein bisschen härter. Jetzt kommen 1000 Gegner, ey. Ja, er ist ein bisschen bekloppt. Er ist ein bisschen bekloppt hier. Ja. Erstmal muss ich diese hier machen. Na los. Oh, das ist ja geil. Hallo. Burn, Motherfucker. So. Wer will was machen? Hä? Wer will was machen? Und du? Du hast noch Fragen oder was? Okay. Ich habe die schwerer in Erinnerung, die Szene hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was soll's. Haben wir gut hingekriegt, ne? Yo, okay. Jetzt kommt der Boss. Oh ja, jetzt kommt der Boss. Eben gucken, ob ich irgendwie was habe zum drauf über die Waffe ziehen. Steige die Macht des Estus Flask, genau. Nee. Habe ich nicht. Köder, Schädel, was ist das denn nochmal? Können wir mal hier löschen. Genauso wie das. Kann man relativ fix die Bomben nutzen. Ja, wenn wir nur eine auf den Anfang und gehen in den Bossraum, beziehungsweise auf das Dach. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir die schaffen hier. Das sind nämlich die Gargoyles. Ich hatte ja gesagt, die sind relativ easy. Aber ich habe jetzt mich doch mal daran erinnert, dass ich da einige Versuche für gebraucht habe in meinem ersten Durchgang. Oh yes.
Ja. Nicht schön, aber originell, ne? Das ist der erste. Ja. Ja, komm. Hier kann man auf jeden Fall den Schwanz abhauen. Hey, yo! Na, knapp, ey. Vielleicht kommt sein Kollege nämlich. Fuck it. Dann kriegen wir nämlich die, weiß ich gar nicht, Gargoyle-Axt oder so. Oder soll man so machen? Ich weiß nicht. Feuer, der andere haut mit seiner fucking Axt drauf. Das ist... Oh Gott. Ah. Okay, jetzt ein bisschen... Piano. Okay, heilen. Ah! Oh, fuck, man. Fuck it, ey. Ja, das war nix. Dann müssen wir nochmal machen. Das bringt ja alles nichts hier. Diesmal rennen wir aber durch. Ich glaube, da habe ich schon ein paar Versuche gebraucht. Yes. So hatten wir das gedacht, ne? So hatten wir. Oh Gott. Geil ist, die können auch Leitern hochklettern. Schnell rein hier. Okay. Next try. Jetzt machen wir den ein bisschen konsequenter hier. Verdammte Axt, ey. Das muss alles ein bisschen schneller gehen, glaube ich. Ah, shit, man. Jetzt kommen zwei mit der Axt. Oh, Scheiße. Kamera. Hey, Mann, fuck you, Mann. Boah, ne. Ja, das war's. Ah, Scheiße mit der Kamera. Das war scheiße mit der Kamera. Verdammte Axt, ey. Man denkt immer, der ist so easy. Aber im Grunde genommen
scheitert man dann an irgendeiner dummen Spielmechanik. Hier gibt es noch ein kleines Geheimnis. Hier kann man aus dem Aufzug springen. Aber dazu später mehr. Oh Mann, das nervt mich jetzt, ey. Das nervt mich jetzt übertrieben. Okay, so an ihm vorbei hier. Und weiter. Ich geh jetzt mal... Oh, wow, 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 Alter. Das wird noch ein paar Versuche brauchen hier, bis wir den Boss down haben, glaube ich. Ich glaube, das kriegen wir so schnell nicht gebacken. Wenn es nur einer wäre. Easy Mode, 3000. Aber zwei von den Teilen... Lieber Schwan, da ist der andere. Ah, nicht getroffen. Verdammte Scheiße, ey. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Oh Gott. So, noch ein Try in diesem... Run. Ja, das wird dann so ein bisschen unkoordiniert und wenn der eine dann in Flammen spuckt, ey, ja, der andere ist halt Range, der eine ist Range, der andere ist Melee und das ist das Problem. Wenn wir jetzt nicht schaffen, versuchen wir mal einen zu beschwören, kein NPC, sondern ein Spieler. Gucken, ob welche in der Nähe sind dann. Aber vorher versuchen wir nochmal. Hier vorbei, hier vorbei, hier vorbei. Und weiter. So. Na, die sehen mich schon wieder hier. Die lauern schon wieder. Ich kann auch ein bisschen besser mit PlayStation Controller spielen. Der Xbox Controller ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Ist eine Sache für sich. Okay. Nächster Versuch. Wo bin ich denn wieder hier? Das ist natürlich ein ganz großer Scheiß hier! Verdammte Scheiße nochmal! Oh, nervt mich das! Verdammt nochmal! Oh Gott, ey. Ja, das war's. Mit dieser Folge Dark Souls 1. Ich mache jetzt erstmal eben eine kleine Pause.